Nach Angaben des Gouverneurs der ostukrainischen Region Donetsk wurde für die ukrainischen Truppen in der sofortige Rückzug aus der schwer umkämpften Stadt Severodonetsk angeordnet. Damit schauen wir umgehend zu Tatjana um nach Kiew. Kapituliert zumindest vor dieser Region, vor dieser Stadt. Mit welchen Konsequenzen, Tatjana? Ja, ich darf ihn vielleicht noch mal zitieren, Sergei Haidai. Er hat gesagt, den Truppen wurde bereits befohlen, sich auf neue Positionen zurückzuziehen, um von dort aus normal zu kämpfen und den Feind zu besiegen. Er hat auch noch hinzugefügt, dass Severodonetsk fast vollständig zerstört sei. Die kritische Infrastruktur zu 90%, 80% der Wohngebäude müssten abgerissen werden und könnten wahrscheinlich auch gar nicht mehr wieder neu aufgebaut werden. Was steckt dahinter? Tatsache ist, dass die ukrainischen Verteidiger nur noch im Industriegebiet rund um dieses Chemiewerk aktiv sein konnten. Der Rest der Stadt war schon in russischer Hand. Und ich glaube, die Überlegung ist da jetzt einfach gewesen, wofür noch mehr, buchstäblich zu gut Deutsch, Menschen opfern, Soldaten opfern, wenn klar ist, dass man die Stadt im Moment zumindest erstmal auch nicht zurückerobern kann, dass die ganze Situation schwierig ist. Und vor allen Dingen, es gibt ja noch weitere Gebiete auf der anderen Seite des Flusses gelegen, die verteidigt werden wollen. Also scheint die Überlegung der ukrainischen Armee zu sein, lasst uns die Truppen von dort abziehen und versuchen, Lysychansk zu schützen, die Zwillingsstadt und all das, was an Gebieten von da aus dann eben weiter in Richtung Westen liegt. Tatjana, der Krieg, der jetzt weit über 3 Monate dauert. Wir reden immer über Waffen, wir reden natürlich auch über Moral, wir reden um das, was in den Kampfgebieten geschieht. Viel Leid, viel Trauer, viele tote Soldaten, auch Zivilisten. Wie steht denn die Ukraine oder wie schätzt sie denn selbst momentan ihre Position ein in der Verteidigung der Gebiete, die da im Osten durch die Russen bereits annektiert sind? Naja, ich glaube, man macht sich da keine Illusion, dass der Kampf eben sehr, sehr schwer sein wird, der auch noch da vor ihnen liegt. Aber ich habe nicht das Gefühl, auch wenn ich mit den Menschen hier spreche, dass man in irgendeiner Form gewillt ist, jetzt bereits aufzugeben oder Russland in irgendeiner Form Zugeständnisse zu machen. Wir sehen das ja unter anderem auch daran, am Anfang des Krieges, wenn du dich erinnerst, wenn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sich erinnern, hat es ja immer mal wieder noch den Versuch von Gesprächen gegeben. Das gibt es jetzt schon seit Wochen nicht, einfach weil beide Seiten davon ausgehen, dass Gespräche sich erst dann wieder lohnen, wenn eine militärische Situation geschaffen wurde, die eine echte Veränderung darstellt für den einen oder für den anderen, um dann heraus aus einer Position der Stärke entweder heraus oder eben, dass man an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt geht es nicht mehr anders, jetzt lass uns sprechen. Aber an dem Punkt ist man noch nicht. Hier in der Ukraine hofft man nach wie vor, dass mit der Lieferung von schwerer Waffensysteme, und die kommen ja peu à peu, und da sind auch noch mehr versprochen worden, wenn wir zum Beispiel auf das neu angekündigte Waffenpaket aus den USA schauen, wo weitere mehrfach Raketenartilleriewerfer HIMARS noch mal versprochen wurden. 4 sind bereits auf dem Weg. Ich glaube, die ersten auch schon eingetroffen. 4 weitere sollen noch kommen. Das ist nur ein Teil dessen, worauf man hier hofft und wo man einfach die Hoffnung dann hat, wenn erstmal alles hier ist, dass man es dann schaffen kann mit einer Gegenoffensive. All das, was im Moment an Territorien verloren gegangen ist, so klar muss man das ja auch sagen, an die russische Seite, dass man es dann schafft, das auch wieder zurückzuerobern. Tatjana, danke schön nach Kiew.